Ihr wollt wissen, wie ich hier hingekommen bin? Dann bleibt dran. Sag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, ich hatte versprochen, dass wir uns heute mal in die Richtung begeben. Und ich hatte auch versprochen, dass ich schon mal mit den Rohrleitungen weitermachen. Da oben, das sieht ein bisschen abstrus aus, dürfte aber funktionieren. Ihr habt noch nicht alle dran. Also der Teil da fehlt noch, aber die sind soweit schon mal. Ich glaube, ja, genau. Die Reihe, die komplette Reihe, bis auf den einen hier, weil den muss ich irgendwo zufüttern. Kam halt gut mit den Fünfern hin. Und den dahin. Geht da hoch. Und das Rüber muss noch gemacht werden. Dann haben wir den Spaß da dran. Aber heute wollen wir uns doch mal den Bereich angucken, die Spire Coast. Ich glaube, den besten Einstieg habe ich doch hier rum. Ja, man könnte mal gucken, ob man da hochkommt. Ich werde aber dafür diesmal den Kollegen anziehen. Ich habe 57 dabei, das ist nicht so besonderlich viel, aber besonderlich viel. Wahnsinn. Ach ja, und ich könnte vorsichtshalber eine geladene Waffe mitnehmen. So. Dann schauen wir uns doch hier einfach mal um. Und rumgucken, wenn wir irgendwie eine Schnecke oder so finden, die können wir mitnehmen. Ansonsten ist das eher eine kleine Expedition, um auch den Bereich mal ein bisschen mehr zu erkunden und anzugucken. Das habe ich euch ja bisher vorenthalten. Ups, das war doof. Ich wollte eigentlich da drauf. Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Komm ich hoch? Okay. Eigentlich sieht es hier ganz schick aus, ne? Haben wir hier irgendwas Interessantes? Ich gehe jetzt so ein bisschen nach drinnen auch. Das ist doof. Das ist alles hier so ein bisschen so gemacht, dass man hin und her springen kann. Hier drauf. Aber da geht mir ganz schön der Sprit aus, muss ich sagen. Das war gut. Ui. Okay. Das war... Es wäre Gott sei Dank nicht weit runtergegangen, aber das war erstmal knapp. Da macht ja nichts. Gehen wir hier mal so ein bisschen rum. Okay, man soll also scheinbar von der anderen Seite da hochlaufen. Sich da hoch. Irgendwie möchte ich ja schon da rauf, ne? Okay, den kriege ich da oben auch nicht weg. Von hier aus. Die Frage, ob ich das überhaupt will, aber... So, wie sieht's denn hier aus? Also hier wäre doch wunderbar eine Schnecke versteckt gewesen, oder? Die ist mir ein bisschen auf den Sack hier, Blatt. Okay. Das ist auch hier mehr so Raten als Wissen, was ich hier tue.
Okay, wo bin ich denn hier gelandet? Da will ich rüber. Okay. Aber es ist ja schon ganz schön hier, ne? Muss man ja mal sagen. Okay, ich hätte mehr Sprit mitnehmen sollen. Da haben wir doch auch mal so eine Jump-and-Run-Einlage gemacht. Und zwar für nichts. Wunderbar. Gar nichts. Okay. Hätten wir das auch geklärt, wie gut sich das hier gelohnt hat? Wo wollen wir denn mal hin? Also in die Richtung ist, glaube ich, auch ganz nett, oder? Da sind wir wieder. Okay, zu dem Wasserfall. Wie sieht's denn da unten aus? Merke ich das nur, oder sind hier relativ wenig Viecher? Wahrscheinlich ist das jetzt der Moment, wo von hinten irgendwas angerannt kommt und mich unterschmeißt. Das hätte mich zumindest nicht gewundert. Gut, offen. Das könnte natürlich... Nee, die wurden alle resettet, also... Eigentlich hätte hier eins sein müssen. Oder man denkt sich, so hoch. Guck. Wohin kommen wir denn hier? Wir schauen mal, wir kommen doch bestimmt hier oben drauf. Sehr gut. Dann geht's da hoch. Aber ich sehe immer noch nichts. Okay. Frage, kommt man von da aus besser nach hoch, oder? So. Weiter hoch komme ich nicht, ne? Weil das ist einfach nur... Okay, nee, das bringt nichts. Dann gehen wir hin. Wie gesagt, ich will ausnahmsweise mal nicht so viel schweben, also hier mit dem Elektroschwebeteil machen. Dann suchen wir uns mal so ein bisschen mehr da hoch. Jetzt natürlich hier auch richtig doof gelaufen ist. Okay. Wir sind auf dem Wasserfall. Wunderbar. Du bist immer noch zu weit. Gucken wir uns doch hier mal weiter um. Also, was haben wir denn da unten? Erstmal haben wir hier einen steilen Abfall. Schaffen wir es von hier aus auf den Kollegen da drüben? Nur noch darum, da hinzukommen. Sieht ja im Prinzip gar nicht mal so schlecht aus. Ups, da sind wir.
Okay, da sehe ich wenigstens schon mal hier so Blütendünger, genau. Wir könnten auch versuchen, die andere Kassette noch zu holen. Bei Zeit, ich in 10 Minuten dahin. Könnte schwierig werden. Ja, wir versuchen es mal. Vielleicht ja noch 20 Minuten. Na, dann schauen wir mal. Wir schaffen das. Ups. So. Die Richtung ist ja eigentlich schon mal ganz gut. Da sind die Kollegen. Eine Menge. Da könnte sogar eine Höhle sein. Also ich sehe hier verhältnismäßig viele Hatcher. Also hier 2, 3, 4 mindestens, wenn ich nicht einen übersehe durch den Baum. Dann da 1, 2. Da hinten sind auf jeden Fall 3. Da ist schon mal. Da ist auch noch mal einer. Die haben sich hier gerne eingesetzt. Okay. Dann einmal hier rauf. Also ein bisschen. Der Rest fehlt mir halt. Oh, das sieht mega geil aus, oder? Das nehmen wir auch direkt. Ja, obwohl, ne. Da hätten wir gerne in die Tasse. Das ist doch schick. Das nehmen wir als Screenshot. Als Thumbnail meine ich. So, wir wollen eigentlich da hinten hoch. Da so, die Richtung wäre gut. Macht das Sinn von da aus? Wird aber knapp werden vom Sprit her. Na, schauen wir mal. Irgendwann kommen wir auch wieder an Stromleitungen, dann können wir da wenigstens da hochschweben. Da auf den Kollegen rauf wäre natürlich super, aber... Da sind auch noch wieder die Hatcher-Kollegen. Und wir landen wieder sanft. Sehr schön. Ich höre wenigstens einen. Da unten läuft einer rund. Okay. Sehr schön. Na, springen wir mal weiter. Oh. Einer? Aha. Mami tot? Dann haben wir den nächsten. Guck mal. Schön. Ist auch wunderbar, dass ich mittlerweile überall die das Zeug, was die fallen lassen, einfach liegen lasse, weil ich töte nur noch zum Spaß. Aber so ist das hier echt. Wie schön geworden, muss ich sagen. Von hier aus darüber wäre jetzt gut. Schaffen wir das? Wir probieren es mal aus. Wenigstens bis hierhin ist schon mal hilfreich. Da hoch wird halt schwer. Ach, so schwer wird's auch nicht. Okay. Ist schon mal schön hoch. Das gefällt mir. Das heißt, wir können uns
über können wir uns hier am besten bewegen. Da hoch wäre halt super, weil dann kommen wir da echt gut hin. Ja, schauen wir mal. Ja, einmal hier drauf. Perfekt. Das können wir so machen. Und wir sind schon mal hier oben. Schön, schön, schön. Und hat uns das was gebracht? Wir sind auf jeden Fall näher an dem. Über welchen Weg kommen wir denn am besten hoch? Ich meine, da vorne sehe ich schon mal meine ganzen... schön, jetzt wird es auch noch dunkel. Wunderbar. Wir hüpfen jetzt einmal hier hoch. Also da drüben sehe ich wieder schön die Masten. Um da hochzukommen, sind die, glaube ich, gerade der beste Weg. Ist die Frage, ob ich da hinten rumfliege oder... Eieieiei. Wie ich in die Richtung laufe, ist eigentlich ganz... Ist auch nirgendwo eine Schnecke versteckt oder so. Es wirkt gerade alle ein bisschen tot. Muss ich sagen. So, hier lang. Nee, nichts bauen. Wie sieht das aus? Kriege ich hier... Jetzt gedrückt. Nein. Ach, ja. Den. Nein. Wenn ich hier näher rangehe. Auch nicht. Kann ich auf dem Vorsprung da landen? Nein. So. Aber jetzt, komm, jetzt kann ich bestimmt hier. Ja, wollte ich doch sagen. Das war auch wieder knapp. So, wie kommen wir am besten da hoch? Okay, der Weg hoch geht da hinten rum. So wie ich ihn mir damals gebaut habe. Das war ja eigentlich ein Weg runter, aber komm. So. Ja, komm. Ach. Falsche Taste. Einmal hier rauf. So, jetzt müssen wir einmal schauen. Irgendwo hier. Ich glaube, das war da in der Mitte. Ich habe das vollkommen falsch eingeschätzt, weil die 10 Minuten hierhin waren relativ easy. Wir haben 8 Minuten gebraucht. So. Wie sie schwören können, dass die andere das jetzt da oben drauf ist. Da oben ist sie! Vielleicht nehmen wir das auch als. Ich auch ganz schick, oder? Mal mit dem. Ja, ja. Da packe ich sie direkt dahin. Ja, guck mal. Falsch. Den wollen wir.
Und was haben wir hier? Hunt down. So, wo ist der Ghetto Blaster? Da. Da wollen wir doch erstmal gucken, wie das musikalisch aussieht. Ja, komm, ich mache mal wieder. Läuft. Okay. Dann haben wir das auch geschafft. Wunderbar. Dann machen wir uns jetzt auf diesem Weg hier. Irgendwo da. Genau, da ist wieder dem Weg. Verdammt, machen wir uns. Weg zurück, würde ich sagen. Auf diesem Weg machen wir uns auf den Weg. Ja. Grammatikalisch auch wieder eher interessant. So, du gehst schön hier rein. Bin ja immer auf die nächsten Updates so gespannt. So, komm, ich habe mir immer noch nicht das Video Richtung Update 7 angeguckt. Also wie es denn jetzt weitergehen soll, ob es ein Update 7 werden soll. Oh, ruckel ein bisschen, genau. Oder wie man sich das gedacht hat. Gehe ich jetzt lieber darüber? Ich glaube, ich gehe lieber darüber. Weil... da vorne ist wieder Strom und der geht eher in meine Richtung. Ups. Da vorne ist Strom. Soundtrack ist auch gut. Fällt mir. Muss ich mir jetzt mal Huntdown angucken? Könnte man mal machen. So, die Richtung ist schon mal gut. Wir fliegen über die... Hier ging irgendwann mal ein Berg entlang. Sieht man überhaupt nicht. Faszinierend. Aber da unten, die Spire Coast, also mit den ganzen Wasserfällen und hier auch den Felsformationen oben, nach dem Spaß hier, das ist echt gut geworden. Warum auch immer ich das hier gemacht habe. Da hinten die zwei Spiralen und die Treppe, das sieht doch alles ganz nett aus eigentlich. Wenn wir da noch ein schönes Atomkraftwerk hinkriegen, wird es doch wunderbar. Okay, irgendwann haben die keinen Bock, sich... Also... Die Entfernung, die schießen können, ist auch irgendwie begrenzt. Kann das sein? Also ist klar, ich muss es schon irgendwie sehen. Da wollte ich dich nicht haben. Wo kommst du denn? Sieht das gut aus? Und... war nah genug dran. Aber wir machen uns jetzt wieder auf den Weg in die Richtung. Warum habe ich... Oh, da ist eine rote Schnecke. Habe ich die geholt? Also bis Freitag werde ich wohl die... Wasserleitung fertig haben. Dann können wir überlegen, ob wir schon mal Raffinerien aufbauen oder
Ich muss den ganzen Spaß ja eigentlich rückwärts machen. Das heißt, ich würde quasi mit den Partikelbeschleunigern würde ich anfangen, die aufzubauen. Na, komm. Dann nehmen wir die schon mit, wenn die so nah am Wegesrand ist. Jetzt hoffen wir nur, dass wir hier auch wieder hochkommen. Ja, das sieht hier soweit ganz gut aus. Und hier scheitert es ernsthaft an einem Millimeter oder so. Was passiert, wenn ich jetzt von da... Ist nicht dein Ernst, ne? Das reicht aus? Okay. Na gut, machen wir das. Ist das unser Quarz, das wir von, was wir da hinten benutzen? Nee, das ist Kupfer, würde ich sagen. Packen wir das Kupfer denn hin? Das ist nicht das, weil... Warte mal, von der Seite kommt da überhaupt Kupfer? Nein. Kupfer haben wir doch da unten stehen. Wo geht denn das hin? Faszinierend. Ist das da hinten? Das ist Quarz, okay. Ja. Ist ja wunderbar. Einerseits ist ja hier alles richtig, richtig schön weit, große Welt. Aber es ist auch alles schnell zu erreichen, ne? Ich mach mal so ein bisschen hier den. Na, guck mal, jetzt bauen sich da unten die Dinger auch wieder auf. Das ist die Frage. Ich habe hier diesen wunderbaren Weg runter. Gehen wir beim Quarz aus und vom Quarz ist das nur da runterhüpfen. Ja, komm. Dann kürzen wir das hier ab. Bald hier runterhüpfen, weil dann sind wir auch an dem Zeug, ne? Komm. Dann schweben wir langsam herunter. Und ich sag einfach schon mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht's gut. Käffchen.